Jo, moin, liebe Leute. Ich wollte euch hier nochmal zeigen, wie man eine Solaranlage selber auslegen kann. Das machen wir jetzt mal mit einem Ost-West-Dach und ich werde euch auch nochmal zeigen, wie ihr euer Angebot einfach mal prüfen lassen könnt. Das zeige ich euch auch am Ende des Videos. Da gibt es nämlich eine tolle Seite, das Photovoltaik-Forum, und da zeige ich euch auch mal, wo ihr das dann eingeben könnt. Und da kommt auch noch ein extra Video zu, wo ich das dann wirklich nochmal im Detail erkläre, was man dann da alles eingibt. Also springen wir mal rein und legen mal unsere eigene Solaranlage aus, weil das ist, glaube ich, ziemlich spannend und das könnt ihr einfach ganz, ganz easy machen. Also ich habe hier wieder meine Suchmaschine und die Firma, mit der ich ja jetzt auch schon mal telefoniert hatte, heißt Ace Flex. Die haben das auf ihrer Seite integriert. Ace Flex, den Shop. Und ihr seht das hier. Die Firma macht wirklich tausend Sachen. Hier Wohnmobilanlagen. Mega geil. Also mich deucht, dass hier der YouTuber las, ich bald ein Wohnmobil. Und was machen wir dann? Dann machen wir natürlich Solaranlagen drauf. Und dann können wir hier das vielleicht mit dieser Firma zusammen machen. Freue ich mich schon drauf. Geile Videos. Also lasst gerne ein Abo da, wenn euch solche Sachen interessieren. Das wird bestimmt spannend, wenn wir das umbauen. Also ihr seid hier auf Ace Flex auf der Seite und geht hier auf schlüsselfertige Anlagen. So wie auch beim ersten Video, wo ich das schon mal erzählt habe. Und wir werden heute auch mal zwei Flächen machen, damit man das einfach weiß, wie es geht. Es sieht ein bisschen anders aus jetzt, wie beim letzten Mal, wo ich euch das gezeigt habe. Ist einfach jetzt mir ein bisschen schöner, ein bisschen schicker geworden. Und wir gehen dann aber hier wieder auf Inhalte anzeigen, um halt zu diesem Tool zu kommen. Das Tool insgesamt hat sich jetzt nicht verändert. Also ab hier sieht es dann auch alles wieder genau gleich aus. Also einmal wichtig ist hier, dass ihr einmal hier bei den Nutzungsbedingungen zustimmt, damit ihr dieses Tool halt auch nutzen könnt. Und wir haben dann hier die Möglichkeit, über Google eine Adresse auszuwählen, wo wir halt genau wissen wollen, welches Dach wir eigentlich nehmen möchten. Ich nehme jetzt hier mal so ein Satteldach. Und wir nehmen wieder Burgdorf, da wo ich mal gewohnt habe, und nehmen dort wieder die Dierener Straße in Burgdorf. Und wir nehmen jetzt mal die ganz, ganz normale Adresse 13. Die habe ich auch beim letzten Mal genutzt. Das war jetzt aber so ein Süddach. Und wir gucken jetzt mal, ob wir nicht ein Ost-West-Dach finden. Ganz viele haben das Vorurteil, dass wenn sie ein Süddach haben, dann ist das die einzige Möglichkeit, dort eine Solaranlage drauf zu machen. Aber dem ist definitiv nicht so. Es ist teilweise sogar so, dass eine Ost-West-Anlage besser genutzt werden kann, weil einfach dann, wenn die Sonne aufgeht, früh morgens schon Sonne da ist und wenn die Sonne spät abends untergeht, einfach auch noch ein bisschen mehr Sonne da ist. Das heißt, für den Eigenverbrauch ist eine Ost-West-Anlage eigentlich nicht schlechter oder manchmal sogar besser als die reine Südanlage. Natürlich ist im Süden dann eine perfekte Einstrahlung und ein perfekter Winkel zur Sonne, aber das wird teilweise durch die früheren Morgenstunden und halt auch durch die späteren Abendstunden wieder ausgeglichen. Also jetzt haben wir hier, das ist mega cool, wirklich finde ich richtig geil, habe ich schon im ersten Video gesagt, so eine Satellitenansicht hier von Google. Einfach der absolute Hammer und ich muss wirklich nichts machen, es kostet auch nichts. Also wir haben hier eine, ja, Ost-Westen und Süden. Ja, das letzte Mal haben wir hier dieses Dach hier ausgewählt. Ich zoome jetzt hier mal so ein bisschen ran. Das ist so eine, ja, Südwest-Ausrichtung. Ja, da haben wir so vielleicht nicht ganz optimal. Das Haus hier, das wäre das perfekte Süddach. Ja, das wäre eigentlich super ideal, dann das so zu machen. Oder hier, das hier wäre ein relativ perfektes Ost-West-Dach. Jetzt gucken wir uns mal an, dass wir hier eins nehmen, was wirklich ein schöne, ja, so ein bisschen Ost-West-mäßig ist. Haben wir hier, haben wir doch hier. So, hier haben wir doch ein super Dach. Ja, dann nehmen wir das jetzt einfach mal und packen hier eine Solaranlage drauf. Und ich werde auch noch mehrere Flächen machen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Wir gehen jetzt hier weiter und jetzt kommt, ich habe jetzt hier mehrere Winkel, mehrere Dächer. Ich sollte jetzt zumindest die Flächen, die eben sind, miteinander kombinieren, beziehungsweise die dann halt auch auslegen. Das heißt, hier zeichne ich einfach mal das eine Dach ab. Das ist dann im Grunde mein erstes Dach. Also dann muss ich das erstmal fertig machen. So, und dann sehe ich hier, wie viel Quadratmeter das sind, 66 Quadratmeter, und ich muss dann hier die Traufe auslegen. Und dieses ganze Spiel mache ich dann natürlich mehrere Male. Aufständerung brauche ich nicht, aber ihr seht hier, es ist schon eine ziemlich coole Fläche und auch perfekt für die Module geeignet. 30 Grad die
Höhen, die Dachschräge nimmt ihr euch hier mit rein. Wenn ihr jetzt sagt, ey, das stimmt gar nicht, mein Dach hat eine ganz andere Neigung, dann könnt ihr das hier auch hier oben verstellen. Also 25 Grad, 30 Grad, das war ja eben 30 Grad, ne? Und so, man sieht einfach perfekt. So ist auch, denke ich mal, eine relativ realistische Neigung hier von dem Dach. So, das haben wir jetzt einmal hier durch. Wenn wir jetzt eine Perspektivverzerrung haben, ja, weil hier irgendwie die Fotos oder die Luftaufnahmen nicht so gut sind, kann ich hier auch nochmal eine Veränderung nehmen und dann sozusagen die Ausrichtung der Module nochmal ein bisschen optimieren. Und ich kann natürlich auch das Ganze waagrecht machen, das habe ich im ersten Video ja auch schon gesagt, ändert sich jetzt hier aber nicht so viel dran, ja. Hier habe ich jetzt 36, wenn ich es so mache, und an der anderen Seite 35, also ein Modul weniger. Und ich kann es natürlich auch in schwarz machen. Richtig cool. Passt soweit. Ich sag mal, das ist fertig. Ich nehme natürlich so gute Module wie überhaupt nur möglich. Das bedeutet 370 Grad. Ich mache jetzt hier gar nicht mehr so viel rum, weil das ist eigentlich schon perfekt. Aber ihr seht das hier, ihr könntet hier jetzt nochmal, wenn ihr sagt, ach guck mal, da geht noch was hin, dann könnt ihr hier auch nochmal mehr Module dazu tun. Aber das sparen wir uns jetzt, weil wir ja natürlich noch eine zweite Dachfläche machen wollen. Jetzt rechnet er das aus und rechnet hier im Grunde die komplette Dachfläche aus. Was jetzt sozusagen das hier an Kilowatt-Peak bedeutet, das seht ihr auch schon hier unten, 13,3 Kilowatt-Peak, die dort auf das Dach passen. So, und jetzt habe ich hier auch gleich meine Auslegung. Ja? Also ich weiß, wie viel kommt da auf den Quadratmeter an Kilowattstunden runter. Dann habe ich hier 13,2 kW-Peak und hier 11.000 Kilowattstunden Ertrag. So, das reicht uns jetzt aber noch nicht. Wir sagen, hey Mensch, das ist ja Ost-West hier, ja, oder hier ist so Süd. Ja, und wir sagen, ah, wir wollen die andere Seite wollen wir auch noch belegen, ja, und vielleicht das Carport wollen wir auch noch belegen. Dann gehen wir hier oben links auf weitere Dachfläche dazu legen und wir nehmen jetzt hier einfach nochmal das gleiche Spiel. Wir haben hier natürlich das gleiche Haus, ja, gehen dann hier auf weiter und machen das Ganze für das andere Dach auch nochmal. Hier kann man dann sagen, hey, da ist ein Schornstein und so, das ist nicht optimal, okay, kann man machen. Dann senden wir wieder die Traufe raus, wählen wieder die Traufe aus. Er rechnet das auch wieder, ganz easy, 30 Grad ist auch in Ordnung. Und jetzt kann ich hier aber sagen, ich brauche auch keine Verzerrung berücksichtigen, weil das Dach ist schon relativ gut. Und ich kann jetzt hier aber auch Modul rausnehmen, ja, wo ich sehe, hier, Mensch, da ist ein bisschen Schatten so, da lasse ich mal ein Modul weg, ja, wenn ich mit Moduloptimierern rechne, arbeite, dann brauche ich das gar nicht machen, oder ich setze hier an die Module einen Optimierer ran, ja, an die paar Module, die hier so ein bisschen im Schatten liegen könnten, dann habe ich dann halt dieses Problem auch, und auch hier das Gleiche, also dann habe ich das Problem halt auch wieder gelöst, und hier das Gleiche, ich kann hier dann auch nochmal ein paar Module weiter ranbauen, also ihr seht, das Dach hier ist schon richtig, richtig groß. So, und jetzt habe ich schon die zweite Dachfläche, auch nochmal 13 kW Peak, und wir haben auch hier 370 Watt Peak Module festgelegt, dann lassen wir das hier auch. So, und dann sind wir schon fertig. Jetzt rechne er das nochmal dazu und jetzt bin ich gespannt. So, jetzt hat er hier die eine Solaranlage, das ist die erste hier gewesen, und dann hat er die zweite Solaranlage. Und das muss er jetzt miteinander kombinieren sozusagen. Das heißt, er muss hier das dann addieren. Ja? Und das ist natürlich eine kleine Herausforderung. Das rechnet er ein bisschen. Er zeigt euch hier nochmal hier die Solaranlage und das Foto von der Solaranlage. Und dann hier aber eine Anlagengröße von insgesamt 26,4 kW Peak. Richtig cooles Thema. Also hier seht ihr schon dann auch ungefähr den Preis. Bei dem Angebot, also in den Kommentaren kam dann, hey, ich weiß gar nicht, was er dann da verbaut, das ist doch sehr teuer, das Angebot, die Preise hier sind sehr hoch und so. Die Software gibt automatisch die optimale Speichergröße an. Wenn ihr euch hier ein Angebot zukommen lasst, dann bekommt ihr einen Code und könnt euch dann auch nochmal dort anmelden auf der Seite und ihr könnt dann hier auch nochmal die Speichergröße verändern. Ihr könnt Module wegnehmen. Also ihr könnt sozusagen in euer Projekt nochmal reingehen und das selber auch nochmal neu so ein bisschen
optimieren oder verändern, um zu gucken, ob das wirklich stimmt. Wie kommt dann dieser Preis zustande? Der ist relativ hoch, haben dann einige geschrieben in den Kommentaren. Ich finde, es ist jetzt nicht zu viel, es ist jetzt auch nicht besonders günstig, es ist jetzt aber auch nicht mega teuer. Es gibt teurere und wenn ich das richtig weiß, also ich habe ja mir schon mal so ein Angebot zukommen lassen, das ist sehr hochwertig, was die hier sozusagen verbauen. Also das sind von K2 das Dachgestell, das sind sehr teure Module und halt auch Fronius Wechselrichtertechnik, also auch der teuerste Wechselrichter, den man eigentlich nur, den man kaufen kann. Ja, also das sind alles Sachen, die hier in diesen Komponenten drin sind, die halt auch einzeln schon sehr teuer sind und deswegen ist dann dieser Preis hier auch nicht der allergünstigste. Also ich würde mal schätzen, dass man hier so 10-20% nochmal runterkommen kann, wenn man jetzt die billigsten Module nimmt, die günstigsten Gestelle nimmt und halt auch einen ganz günstigen Wechselrichter, der keinen Notstrom kann, der keinen Inselbetrieb kann und so, dann kann man hier locker nochmal 1-2, vielleicht auch 3.000 Euro locker nochmal einsparen. Also nur das mal vorab. Ne? Das ist halt die Vorgabe hier von der Firma, die das macht. So, und wenn ich jetzt wollte, das lassen wir jetzt mal, weil sonst wird das Video einfach zu lange, dann könnte ich hier natürlich auch noch die Garage mit belegen, auch total easy. Und das ganze Ding ist halt richtig cool. Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier im Grunde gar nichts gemacht habe. Also das, was ihr jetzt hier gesehen habt, war halt auch genau das, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier nichts früher, nicht noch mehr gemacht oder so und das irgendwie rausgeschnitten. Und jetzt kann ich hier unten ein Angebot anfordern. Und da muss ich dann hier wieder meine Sachen eingeben, ja. So, dann willige ich natürlich hier ein. Ihr könnt hier auch noch so ein paar Bemerkungen reinschreiben. Also falls ihr hier noch irgendwas Spezielles habt, ja, weil ihr irgendwie ein paar Fragen habt oder so, dass sie darauf eingehen sollen, könnt ihr das hier noch mit reinschreiben. Finde ich auch sehr gut, dass sie das so machen. Und dann schicke ich das Ganze jetzt mal los. Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Natürlich per Video hier von mir und meinem YouTube-Kanal. Was anderes gibt es ja natürlich gar nicht. Nee, so, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ihr habt jetzt hier einmal die eine Anlage und die andere Anlage, ja. Auch separat sozusagen gerechnet und separat, wie viel Ertrag ihr dann davon habt. Dieser Ertrag ist auch ziemlich genau, weil es natürlich sich auf die Sonneneinstrahlung da am Ort bezieht und die ist halt relativ gut mit über 1000 Kilowattstunden in einem Jahr. Das heißt, hier habt ihr zwei Anlagen dann zusammengerechnet und die Anlage pro Jahr, was sie an Kilowattstunden produziert, also richtig satt, was ihr da bekommt. Und wenn ihr jetzt auch noch die Garage volllegt, dann ist das natürlich noch mal eine ganze Ecke mehr, weil diese Dachflächen waren natürlich richtig, richtig gut. Auch die Ersparnis CO2 seht ihr da. So, jetzt speichern und senden. Also hier, das habe ich beim letzten Mal auch erklärt, eine detaillierte Übersicht. Da habt ihr hier dann einfach nochmal ein PDF, das ihr euch dann auch ausdrucken könnt. Damit könnt ihr ein bisschen rumspielen. Ja, ihr könnt hier euch das alles nochmal angucken. Ihr könnt das ausdrucken. Ihr könnt das mit so euren Nachbarn nehmen und ihnen zeigen, wie gut das funktioniert. Ja, und dann habt ihr hier auch ein Bild, wie es aussieht, wenn beide Dinger belegt sind und halt auch nochmal so alles aufgedröselt. Ja, diese Eigenverbrauch, Elektromobilität, Wärmepumpe, das kommt dann alles noch dazu. Jetzt machen wir mal Speichern und Senden und Anfrage absenden. Das hatte ich letztes Mal nicht gezeigt, nur damit ihr mal seht, was das eigentlich jetzt hier für eine Geschichte ist. Da haben einige gesagt, ja, es gibt auch andere Tools, die man auch nutzen kann und die gibt es auch. Da werde ich auch noch ein paar vorstellen. Ich fand das hier nur ganz cool, dass wenn man solche Sachen macht, dass man dann auch jemanden hat, mit dem man das dann diskutieren kann. Und das werde ich mit dem Holger hier, dem Geschäftsführer auch von der Firma, werde ich das noch machen, dass wir dort nochmal auf die einzelnen Sachen eingehen und vielleicht mal so ein paar Projekte auch durchsprechen, die er da so gemacht hat. So, und jetzt habe ich das bekommen. Also ich habe jetzt hier ganz einfach das losgeschickt. Ich habe jetzt hier dann sozusagen einmal eine E-Mail geschickt und diese E-Mail kommt natürlich dann auch irgendwann bei mir an. So, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Ich glaube, das war jetzt auch lang genug. Und jetzt, was macht ihr jetzt mit einem Angebot? Egal, was für ein Angebot das jetzt ist, ob das jetzt hier von der Firma ist, Aceflex aus Osnabrück oder mit irgendeiner anderen. Also ihr geht dann hier auf die Seite vom Photovoltaikforum. Das ist eine richtig coole Seite. Mit dem Geschäftsführer werden wir vielleicht auch nochmal das ein oder andere Video führen. Das hat nämlich ein Installateur ins Leben gerufen vor etlichen Jahren, der auch Hilfe
Hilfe brauchte. Und das Photovoltaikforum ist insofern eine mega coole Geschichte. Da könnt ihr euch mit euren Fragen hinwenden. Einzige, was man machen muss, man muss sich einmal anmelden, meine ich. Also auch mit E-Mail-Adresse natürlich, kriegt dann einen Zugang zugeschickt. Und dann könnt ihr hier reingehen. Ich bin da auch selber angemeldet, weil hier einfach extrem viele Leute sind, die wahnsinnig viel Ahnung haben. Das ist richtig, richtig cool. Ja, also viel mehr Ahnung haben auch als ich. Ja, ich bin kein Installateur. Ich habe selber leider auch keine Solaranlage, weil ich zur Miete wohne. Ich verkaufe halt Stromspeicher und baue leider keine Solaranlagen. Deswegen sauge ich alles Wissen in mir auf. Und es gibt einfach viele Leute, die sehr viel mehr Ahnung davon haben. Und die tummeln sich in diesem Photovoltaikforum. Das ist wirklich richtig gut. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fragen habt, auch zu bestimmten Wechselrichtern, zu bestimmten Modulen, zu bestimmten Notstromvorrichtungen, geht hier in dieses Forum, meldet euch dort an und dann guckt mal, was passiert. Aber jetzt lasst uns zurückspringen. Was machen wir jetzt hier? Wir gehen hier einmal auf das Forum oben links, klicken da drauf. Ihr seht das hier und dann scrollt ihr etwas runter und dann geht ihr hier auf Angebote, das egal was für ein Angebot das jetzt ist, ja, also es muss jetzt hier nicht dieses Aceflex-Angebot sein. Und dann seht ihr hier, ganz viele Leute haben hier schon ihre Module und ihre Angebote reingetan. Damit man mal einen Überblick oder einen Einblick haben kann, ist das ein besonders teures Angebot, ist das ein gutes Angebot, ist das ein schlechtes Angebot. So, und dann geht ihr hier auf neues Angebot und dazu werde ich dann auch nochmal ein extra Video machen, ja, Angebote checken hier auf dem Photovoltaikforum. Und dann könnt ihr hier einfach euer Angebot eingeben. Und die Mitglieder in dem Forum, die ja auch teilweise selber viel Erfahrung gesammelt haben, ja, teilweise sind hier Installateure, Elektrotechnik-Ingenieure, Ingenieure, die einfach zu Hause viel gebastelt haben oder halt auch Firmen, die wirklich viel installieren, ja, einfach die wahnsinnig viel Erfahrung haben, die können euch dann hier Rede und Antwort stehen, ob das gut ist oder nicht. Dazu kommt jetzt noch ein extra Video, das habe ich ja schon gesagt, aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Also ihr wisst jetzt, wie ihr selber eine Solaranlage auslegen könnt, wie ihr ein Angebot euch dann zuschicken lassen könnt und ihr wisst, was ihr dann mit diesem Angebot auch machen könnt, auch wenn ihr ein Angebot von einer anderen Firma habt. Dazu werde ich aber hier zu diesem Ding nochmal ein extra Video machen, wie ihr dann euer Angebot dort eingebt, aber das ist, glaube ich, nicht so kompliziert, das kriegt ihr alle hin und da kann man auch mehrere Angebote eingeben, also man kann auch 2, 3 Angebote eingeben und dann geht das sozusagen, dass die Leute dazu Stellung nehmen. Also, das war ein ganz schön langes Video hier, ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen und hat euch gefallen, lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen darüber und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, macht es gut, bis dahin, euer Felix, ciao, ciao.